Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Ja, in der letzten Folge gestern habe ich ja gemeint, ich möchte mir noch eine Schnecke holen. Oh, Beeren. Eine Schnecke würde ich mir gerne noch holen. Und dann würde ich mich mal wieder auf den Heimweg begeben. Der ist ja da hinten, also ist ja... Wir sind ja schon fast zu Hause. Quasi... Oh, ja, fein. Da piepst schon wieder was. Leere. Oh, hier wird es ein bisschen neblig. Und da steht doch schon wieder irgendwas, oder? Ja. Die ist aber irgendwo hier. Und zwar bestimmt oben. Ich gehe zuerst mal nach oben, bevor ich mich da unten wieder mit diesem feuerspuckenden Viech die anlege. Gehe ich mal lieber oben rum. Und schau mal, ob wir oben rankommen. Lalalala. Runterspringen kann ich dann immer noch. Oh. Habe ich dich gar nicht gesehen, wie ich... Rutsch. Ey, bleib doch mal stehen. Also Alien-Panzer werde ich dann auch genug haben. Mehr als genug. Ham. Der Große. Der macht auch Geräusche. Aha. Na, guck mal, da hinten leuchtet doch schon was. Ganz krass. Oh, Stinkfeld. Oh, ist das alles Stinkgebiet hier? Och nö. Muss ich großzügig rum. Wir haben ja noch keine Gasmaske. Oh, eine Beere. Ja, wunderbar. Ich hoffe mal, die ist nicht drin in dem Stinkgebiet. Oh, oh. Oi, oi. Hä? Was ist sie denn? El Schnecko. Oh nein. Inmitten vom Stinkgebiet. Komme ich da rein, wenn ich hier immer wieder Nüsse reinhau? Aber das... Ah, nee, das dauert... Dauert bestimmt zu lang. Da hängt doch auch eine. Okay, da muss ich aber erstmal ganz da runter. Hm. Kann ich den eigentlich von hier? Nö. Nö. Also die sieht es gar nicht. Aber theoretisch kann ich doch darüber. Das probiere ich gerade mal aus. Es müsste gehen, dass ich hier drüber laufe. Und dann da drüben runter. Da ist wieder so ein blödes Ding. Oh, das ist ein großer. Oha, macht der viel Schaden. Oh mein Gott.
strong. Bla bla, ja, ja. Du brauchst mir gar nichts erzählen. Oh, da oben ist auch eine. Da unten ist eine und da oben ist eine. Eieiei. Komm ich hier runter? Nö, wahrscheinlich nicht. Huch. Oh, sind hier viele von den Paleobären. Hey, wo war die jetzt? Also hier unten ist irgendwo eine dran. Da unten ist eine dran und hier oben ist eine dran. Die Frage ist nur, komme ich da hin? Und werde ich da alleine sein? Oder bekomme ich da gleich ganz viel Gesellschaft? Von ganz üblen Zeitgenossen. Da unten sind zwei. Sind noch mehr. Hilfe, wo? Ah, wo kommt der denn her? Hä? Wo kam der denn her? So, wo ist die Schnecke? Ach, hier. Oh, geil. Eine grüne. Juhu. So, und dann... Ist hier drüben auch noch eine? Ne. Und dann war ja da unten auch noch eine. Komme ich da so runter? Ja, wahrscheinlich eher nicht so, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Oh mein Gott, jetzt da runter. Da unten am Baum ist sie dran. Okay, wenn ich es schaffe, hier runterzukommen. Ich nehme halt schon mal Nüsse, beziehungsweise Beeren. Habe ich noch Beeren? Beeren ist schnellere Heilung. Oh oh. Okay. Autsch. Okay, passt. Eine grüne. Juhu. Und da oben wäre auch noch eine, glaube ich. Eine gelbe. Aber egal. Wir haben jetzt... wo ist es? Hier. 9 Stück. Geil. 9 Stück und eine... Und eine gelbe. Die Jungs zerschnetzel dich noch. Oh, wie viele sind das? So. Da haben sie es fliegen gelernt. Vielleicht haben wir hier noch eine Schnecke. Ich scan mal ab. Auf dem Weg nach oben. Hier zeigt er mir wahrscheinlich die da. Oh, da ist da oben noch eine. Da ist dieser feuerspuckende Nichtsnutz. Ah. Nein. Boah, jawohl. Moment, ich höre was. Ah, okay, das ist wahrscheinlich die da oben. Und das da ist nichts, das ist nur von der Sonne. Ach, Mann.
Ah, oh, ich dachte, da wäre noch eine. Okay, das ist aber die hier im Stinkfeld. Die ich so nicht kriegen kann ohne Maske. Aber naja, gut, wir werden auch demnächst irgendwann eine Maske erstellen. Was ist du? Was ist das? Schwefel. Oh, Schwefel? Ach komm, was soll's. Vielleicht finden wir ja noch irgendwelche Steine, die wir sprengen können. Die bei uns geht ja leider nicht. Blöd. Wäre so cool, wenn man die raussprengen könnte. So, vielleicht ist ja hier noch irgendwo eine versteckt. Ein Schneckchen. Ein Schneckchen, Versteckchen. Er zieht immer noch stumm seine Kreise. Beziehungsweise, naja, so stumm ist er ja gar nicht. Nölt ja die ganze Zeit rum da oben. Der Kollege hier. Okay, X-Faktor. Seltsame fliegende Steine. Hier vielleicht noch ein Schneckchen? Und das ist das hier. Aber gibt's hier vielleicht noch meins? Guck mal da oben rum. Denn da war ich noch gar nicht. Hier ist nichts außer fliegende Steine. Hier zeigt er was an, aber wahrscheinlich die hier. Vielleicht findet er ja hier nochmal eine. Oh ja, tatsächlich. Und ich renne direkt drauf zu. Sehr gut. Hep, 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 hep. Oh nein, hopp, hep, hopp. Ach was, da oben. Ach Mensch, immer in diesem blöden Stinkfeld. Ah. Moment mal. Das hier sind doch solche sprengbaren Steine. Aber der meint wahrscheinlich die da oben. Denn ich habe auch gehört, dass manchmal hinter Steinen sich welche verstecken. Da haben wir Stinkblumen. Könnte ich eigentlich mal durchrennen. Die gehen dann zwar auf, aber... Oh mein Gott. Okay, da komme ich nie wieder hoch. Und die fangen an, hier rumzupupsen. Gut, lass was sein. Reicht ja jetzt auch. War aber gerade nochmal. Hier war gerade nochmal ein Signal. Aha. Hier haben wir auch nochmal ein Signal. Was macht der da? Steht auf die Hinterbeine. Null drum. Aha. Oh. Na, wer bist du denn? Oh, du hast Freunde. Ich will da hoch. Du kommst hier nicht hoch, oder? Lass mich raten, die ist da oben. Wow, das ist dieser coole Bogen.
Ah, oder das ist die da unten. Ach, Mann. Gut, wir gehen zurück. Da lasse ich mich auch noch von dem Kerl hier verhauen, oder was? Oh, weg mit dir. Gib mir deinen Panzer. Okay. Hotsch. Nein, nicht mal. So, fressen wir ein paar Bärchen. Und dann gehen wir zurück nach Hause. Hä? Ach, das ist die da hinten. Hier ist Mr. Stinkblume. Na gut. So, boah, dann haben wir ja jetzt ordentlich welche am Start. So, jetzt muss ich schauen, was war Schraubenproduktion, ne? Ganz kurz renne ich mal da herüber. Was ist das hier? Stahl. Die Schrauben sausen da hoch. Jetzt muss ich doch mal. Autsch. Doch mal schnell schauen. Also, die Schrauben gehen tatsächlich in einem Affenzahn hoch. So, dieses Stahlzeug nicht ganz so schlimm. Aber die Schrauben laufen volle Kanone. Ach, weil da hinten jetzt voll ist. Ah, okay, ich verstehe. Gut, dann gucke ich mal nach oben. Jetzt ist hinten das Lager voll, deswegen geht das jetzt so schnell. Ah. Also hier das Schraubenlager. Da kann ich mal hier Sachen wieder mitnehmen. Das da, das da, das da. Obwohl, den brauche ich nicht. Das da nehme ich mit. Farbe nehme ich mit. Schwarzpulver brauche ich nicht. Den brauche ich auch vorerst nicht mehr. So, was habe ich hier noch? Modularer Rahmen. Also hier ganz viel Munition. Wie war das? Ist der G und dann so. Nein. So und dann ist der G. Nö. Hä? Keine Ahnung. Katheriumerz. Die paar Pistole. Kettensäge brauchen wir gerade nicht. So, und im Inventar habe ich die Amir-Pistole. Die brauche ich da gerade nicht. Den hier brauche ich auch gerade nicht. Nüsse und Dinger. Beeren lassen wir mal in der Hand. Waren da nicht noch Nüsse? Ich hatte doch noch mehr Nüsse, oder? Hier haben wir noch Nüsse. 100 Nüsse. Und mein Zapper und die Pistole. Ach, und komm, die Armierpistole können wir eigentlich auch noch drin lassen. Drin mit T. Sortieren, okay. Gut, forschen. Nebenher, das muss nebenher passieren, denn die Forschung, die läuft ja parallel. Und dann gucke ich mal nach oben, ob jetzt die Schrauben wirklich so schön schnell laufen. So, ja, tada, Nobelisk, 0 von 5, okay, Quarzgewebe, haben wir alles noch nicht, Katheriumerz können wir machen und Festplatte können wir machen. Wie viel Erz haben wir? 6. Nein, halt, Moment, ich habe weit über 100. Hier können wir sonst nichts machen. Also, oder die Festplatte. 0 von 1. So. Ja, okay, machen wir so. Festplatte zuerst mal. So, ja, nach den Schrauben wollte ich schauen. Beziehungsweise, was die Schrauben tun. Verstärkte
Eisenplatten herstellen, die wir eigentlich gar nicht mehr brauchen, da wir ja jetzt MK3 überall reinhauen. Und für MK3 brauchen wir ja Stahl. Also die laufen jetzt schon ganz schön abgedreht nach oben. Und dann muss ich vielleicht unten die Produktion insgesamt mal ein bisschen verschnellern. So, da gehen die Schrauben durch. Und da wird auch schön produziert. Das heißt, wir sollten hier eigentlich ordentliche Menge an Sachen rauskriegen. Hier haben wir schon sehr viele Rahmen, sehe ich. Hier haben wir schon sehr viele verstärkte Eisenplatten. Und, oh, sehr viele Rotoren. Wunderbar. Aber das heißt, ich kann hier... Ach ne, Schnecken muss ich an der Werkbank machen. Da könnte ich mal Schnecken machen. Denn hier sausen die Schrauben nur so rein. Okay. Also die Platten kommen hinterher. Ja, hier müssen mehr Schnecken rein. Ach, wir haben ja hier. Ah ja, wunderbar. So, meine Freunde, ich würde sagen, wir machen erstmal eine kleine Folgenpause. Ich mache mal ganz kurz hier Rechtsklick und ändere mal ganz kurz meine Farbe wieder, da ich ja wieder geladen habe. Machen wir hier wieder schön alles auf Rot. So, Voreinstellung aktualisieren. Jawohl. Farbe auswählen. So, und wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Satisfactory. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.